Hallo, du bist beim Golf mit Freude. Das ist Conny. Conny hat ein Handicap von 54, nicht so lange Golf gespielt. Und wir spielen ein Paar 3. Und hier habe ich einen ganz wichtigen Tipp für alle Golfer, die nicht so lange dabei sind. Das Loch hat eine Entfernung von circa 120 Meter. Nur Driver ist für Conny wie für viele, kannst ein paar Probeschwünge machen, wie für viele Darmgolfer ihr Lieblingsschläger. Sie kann ihn, glaube ich, besser treffen als das Holz, als das Eisen 7. So mein Vorschlag hier für Conny ist, obwohl du mit dem Driver, ich schätze so 140 Meter schlägst, das sind nur 120 Meter zur Fahne, spiel trotzdem deinen Driver. Was du tun kannst, ist erstmal den Schläger ein bisschen tiefer greifen, nur ein bisschen niedriger als normal, das ist zu viel. Ja, ein, zwei Zentimeter. Und dann musst du auch ein bisschen dichter am Ball stehen. Und dann machst du einfach nicht ganz viel Kraft ein, mit so viel Krafteinsatz, oder? So, bist du bereit? Bist du gut ausgerichtet? Ich sehe, du ziehst ein bisschen nach links. Alles klar, dann zeig mir bitte deinen ruhigen Schwung. Und ich weiß nicht, ob du es sehen kannst, aber Connys Ball rollt Richtung Grün, rollt, rollt, rollt und ist ungelogen auf dem Grün und rollt Richtung Fahne. So, das war eine Bestätigung. So, für alle Golfer, wenn Driver dein Lieblingsschläger ist und du hast ein etwas kürzeres Par 3, spiele deinen Driver. Kürzer greifen, langsamer schwingen. Der Schlägerkopf ist so riesig, man kann den Ball fast nur treffen. So, danke für das Zuschauen und bitte abonniere Golfen mit Freude, falls du noch nicht gemacht hast. Tschüss!